Fabi Rüdlin, letztes Match gegen Samax. Assist und ein Goal, aus deiner Sicht ein guter Match gewesen. Ja, ich glaube, für mich persönlich war es ein schöner Moment, auch mal wieder ein Tor zu machen. Passiert nicht so häufig, aber ich glaube, als Mannschaft hätten wir lieber die 3 Punkte mit nach Hause genommen. Deswegen war es, ja, so lala, würde ich behaupten. Jetzt haben wir 3 Heimspiele, die kommen. Im November spielen wir wirklich noch 3-mal daheim, nur noch 1 auswärts, in Bellinzona. Jetzt gerade in dieser Phase, wo es ein bisschen schwieriger war, wie fest hilft es, wenn man hier zu Hause spielt? Ich glaube, wenn man zu Hause spielt mit den eigenen Fans zusammen, gibt es natürlich immer Antrieb. Und ich glaube, die können uns nach vorne pushen. Und dann können wir uns da einen guten Push holen und 3 Punkte einfahren. Wenn man auf die Tabellen schaut, das ist schon noch krass. Die Mannschaft, die man jetzt vielleicht nicht als erstes das oberste erwartet hat, die sind oben dabei. All so ein bisschen Favoriten wie Aarau, Lausanne oder Romir, Xamax, ganz viele Mannschaften, die man auch ein bisschen hoch hat auf der Rechnung, also ein bisschen weiter hinter. Wie erklärst du das? Ich glaube, in der Challenge League hat es die letzten Jahre auch gezeigt, dass keine Mannschaft so als Favoriten in die Saison geht, weil alle Mannschaften Favoriten sind. Es ist alles sehr, sehr eng und im Endeffekt sind alle Mannschaften gefährlich in der Liga. Und es ist so nah beieinander, deswegen kann ich da überhaupt gar nicht sagen, wer Favorit ist oder nicht. Gut, die jetzige Phase war für uns ein bisschen schwierig vorher. Eine gute Phase, 9 Spiele nicht verloren. Und gleich, wenn man jetzt so schaut, wenn man euch zuschaut im Training, die sind sehr locker, die Stimmung ist gut in dem Sinn. Also die Stimmung, die passt im Moment, oder? Ich glaube, die Stimmung ist gut, auch nach den negativen Erlebnissen, die wir hatten. Jetzt haben wir jetzt einen Punkt geholt und ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Aufwind. Und ich glaube, jetzt am Wochenende zeigen wir uns, was wir können und dann holen wir die 3 Punkte.